Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 6. Wir sind auf dem Friedhof. Wir müssen diese Brüllheinis irgendwie fertig kriegen. Ach, was zum Heilen. Ah, da kommt wieder irgendwas, ne? Ich glaube, irgendwie bei denen sind wir wirklich mit den physischen Angriffen am besten aufgehoben. Nur wo ist das Schreifi? Ah, hi. Alles Ah, okay? hast du auch zwei, drei Stück Platt? Oh, schau mal, was sie geschafft hat hier. War sie erfolgreicher als wir? Ich gucke jetzt einfach nur mal rum, ob hier was rumliegt, so gedönsmäßig. Ich ignoriere das einfach mal. So, genau, da bin ich runtergeflogen. Und sie ist dann offenbar. Thomas, steh nicht da am Pfosten rum! Unfucking fassbar. Ich muss mich hier selber retten. Nein. Das ist so frustrierend, ehrlich. Das ist einfach nur noch purer Frust gerade. Ach, leck mich, weißt du das? Ach, falsch gelaufen. Ja, kannst du machen. Ach, krieg ich was? Ja. Keine Munition mehr, keine Belohnungen gekriegt. Das ist alles doch irgendwie. Du kannst mich. So. Nachdem wir die Anzahl gehört haben, wie viele Zombies hier rumlaufen, nämlich. Mann, ist es schön, Sie wiederzusehen. 70.000. Jetzt. Ach. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. So. Ich habe auch in Erinnerung, dass wir hier nochmal einen Arena-Kampf gekriegt haben. Also es ist immer Push und Push und Push. Man hat irgendwie so keine Verschnaufszeit. Man hat nicht wirklich... Oh, und hier ist auch wieder so ein... Ich höre es schon. So ein Schreivieh. Okay. So. Roger. Hallo? Ich weiß, dass jemand da ist. Aufmachen! Sind Sie irre? Die Dinger bringen uns um! Wir sind's doch nur. Schnell, lassen Sie uns rein! Ja! Okay, okay. Wir erledigen sie zuerst. Nächster Arena-Kampf. Nein, R1. R1, das ist der andere Knopf. Okay, Moment. Ich werfe jetzt nur noch so Dinger hier. Nein! So. Ups. So. Achtung, wir kriegen Gesellschaft. Was sonst? Nein, was habe ich jetzt getan? Ich glaube, ich habe irgendwas weggeschmissen, was ich nicht wegschmeißen wollte. Ich glaube, ich habe Munition weggeworfen. Okay. Da hinten liegt noch Munition. Brauchen wir hier. Mach auf, komm schon. Oh, jetzt wird er erst nach. Oh, das ist schön.
Also ich versuche jetzt einfach mal irgendwie in Bewegung zu bleiben. Mach auf. Sehr schön. Was ist da noch? Achso, der stirbt gerade. Muss ich was tun? Muss ich was drehen? Na, danke! Der Sniper in der Kirche hat auch Lust zu helfen. Nett. Steh auf! Steh fucking auf! Noch eins, komm. So. Okay. So, erstmal die großen Dinger hier einsammeln, die will ich haben. Okay, 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 okay. Läuft doch bei uns. Läuft doch. Wie viele sind denn das? Falsch. Ach, bitte. Oh, Munition. Ach, bitte, da kommen noch mehr. Das ist doch nicht den hier ernst. Das kann doch nicht den hier ernst sein. Das macht doch keinen Spaß mehr. Nee, ich habe keine Lust mehr. Ich habe gerade wirklich keine Lust mehr. Es ist echt, ich meine... Danke! Danke! Ernsthaft? Was? Ernsthaft jetzt? Wenn ich jetzt drauf gehe. Leute, ernsthaft, ich schmeiß dieses Spiel gegen die Wand. Ich mache einen Rage-Quit, das ist mir scheißegal. Steh auf und renn, Junge. Das ist nicht... Das ist... Nein! Nein, nein, nein! Ich meine, es sieht witzig aus, aber nein! Das macht keinen Spaß. Sorry, es macht echt einfach gerade gar keinen Spaß so. Weil... Nee, das hat... Sehe sie, schnell! Das hat nichts mehr mit einem... spaßigen Spiel zu tun, wenn man hier so voll gepumpt wird. Und auch, ich meine, wie soll das gehen? Wie soll das funktionieren? Das ist Schwachsinn. Das ist absoluter Schwachsinn. Okay. Wir bleiben nicht aggressiv, wir bleiben fröhlich. Für immer und ewig. Ich bereue echt, dass ich am Anfang gesagt habe, ich mag das Spiel. Ich bereue das gerade wirklich. Also das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Okay. Ja, wir kennen die Szene. Oh, wir kennen die Szene. Hallo. Ich will das nicht nochmal sehen. Dass jemand da ist. Maul. Aufmachen. Es interessiert mich alles überhaupt nicht. Wir sind's doch nur. Schnell, lassen Sie uns rein. Also, versuchen wir uns an die Einfachen mit der Munition zu halten. Okay, okay. Wir erledigen sie zuerst. Munition schon wieder alle. Es geht nicht anders. Man muss mit dem arbeiten, was man hat hier. So, mal gucken, dass wir ein paar mehr in die Mitte kriegen. So, dass es zumindest ein bisschen voller wird. So, das sieht ganz gut aus. Gesellschaft. So, das gleiche Spiel machen wir jetzt nochmal. Das ist halt nun mal die einzige Variante, die zu funktionieren scheint. Ja, wo sind sie denn? Ich höre sie nur, ich sehe sie nicht. Ah, es geht los. Okay. Ja, die alte hält ja durch, da muss man sich ja keine Gedanken mehr machen. Da kommt der Rest. Da kommt auch ein Schreier mit dazu. Die macht das ja ganz gut. Die macht das ja ganz gut. So.
Komm, 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 komm. Ah! Okay. Danke. Okay. Weg! Ich will aufsammeln. Okay, Moment. Wir haben immer noch die Chance. So, das ist zwar ein blöder Ort. Aber... Wow! Können wir jetzt mal rein hier? Immer noch nicht. Okay. Jetzt gehen wir an die Brandgranaten. Oh, das sind alles solche. Okay, 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 okay. Ich kann machen, was ich will. Es funktioniert nicht. Na gut, na gut. Jetzt kommt endlich rein. So. Ich setze wieder das Spiel für Sie. Ich hoffe, Ihre Information ist das wert. Von Schnaps! Boah, echt. Ich bin einfach pissig. Ich bin einfach so pissig. Dort beim Altar ist eine Geheimtür, die in den Keller führt. Wir müssen sie irgendwie aufkriegen. Sagen Sie mir, was da unten ist. Besser, ich zeige es Ihnen. Ich bin einfach gerade so unglaublich schweigsam, weil ich echt wirklich... Ich mich einfach ärgere gerade, weil es ist... Wie viele... Kämpfe aneinander hatten wir jetzt und es war halt wirklich einfach nur Müll. Grad. Und das ärgert mich total, weil das hat gerade wirklich einfach nichts mehr mit Spielspaß zu tun. Hier in der Kirche geraten wir im Übrigen jetzt an das allererste Rätsel heran. Ich erinnere mich nicht mehr genau daran. Ich weiß nur, dass wir halt den Altar aufkriegen müssen. Also der ist ja total unauffällig in zwei Hälften geteilt, dass man sich überhaupt nicht denken kann, dass es dahinter eine Geheimtür gibt. So. Da dieser Statue sind Stufen. Als ich letztes Mal hier war, war es offen. Und wir müssen logischerweise da was draufstellen. Seht ihr das hier schon, was draufsteht? Sehen wir uns mal um. So. Einfach nur Dekoration. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wie das ging. Ich glaube, hier lag auf den Sitzen aber auch noch Munition rum. Was? Oh nee. Wir kriegen, glaube ich, im Übrigen... Also ich finde jetzt nicht, dass ich was spoilere, wenn ich sage, dass wir nachher hier in der Kirche angegriffen werden. Und, man bekommt, glaube ich, eine Trophäe dafür, wenn man alle Menschen, die in dieser Kathedrale sind, wenn man die rettet. Ach, das ist gut. Dafür bekommt man was. Bringt das was, wenn ich die da drauf stelle? Nee, ich glaube nicht. Okay, wir werfen unseren Partner hoch.
So, die macht jetzt da oben irgendwas. Das ist halt auch dann, wie gesagt, im Koop mal wieder. Ah, schaut mal da oben. Erreiche ich die von hier? Ja. Okay. Ist es halt auch wieder spannender, weil dann der andere. Wo waren die jetzt? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ach, da hinten, okay. Weil dann der andere oben quasi die anderen Rätsel noch lösen muss, im Endeffekt. So. Läuft halt wieder viel Englisch im Hintergrund. So, Muss. Nachkriegen. Er ist in der BSAA. Sie werden sehen, er taucht hier gleich mit einer ganzen Armee auf. Ja, ist die BSAA nicht irgendwo in Afrika unterwegs? So Resident Evil 5 mäßig. So. Wir kriegen aber netterweise die Gelegenheit, dass wir uns hier doch ein bisschen auffüllen können. Das tut richtig gut. Packen wir hier unsere Statue drauf. Wir werden sogar noch angeleitet bei diesem Rätsel, Nichts. der Wahnsinn. Wir müssen etwas übersehen. Die beiden heiligen Mütter weisen den Weg. Ja, es fehlt ja noch eine zweite. Ich weiß nur gerade nicht, wo die ist. Ach, da hinten. Es wird uns angezeigt. Frust. Ha. Da überlegt man sich wirklich, ob man das Spiel zu Ende spielen soll. Ganz, ganz schwieriges Rätsel. Sie ist mit der anderen identisch. Und sie sind nicht nur Dekoration. Danke, Leon. Sehr vielen Dank für diesen tollen Insight, den du uns gegeben hast. Ich bin so glücklich. Also, ich meine, diese Hintergrundsätze zu übersetzen, das wäre wirklich jetzt echt easy peasy gewesen. So, schweres Rätsel gelöst. Naja, doch noch nicht so ganz. Aber schweres Rätsel gelöst. Na, jetzt läuft es doch. Mir reicht's mit diesem Spielchen. Gehen wir. So, war. Moment. Ich glaube, die Tür gab es auf beiden Seiten. Hier ist auch noch eine Tür. Okay, wir schubsen die Tür nur. Wir machen nichts mit ihr. Was mit der hier? Sehr schön. Aber da ist nichts. Da ist nichts. Kontrollieren wir noch mal die andere Seite. Ach, mein Näschen juckt. Okay, ich glaube, da waren wir schon, gell? Aber warum juckt jetzt meine Nase so? Okay. Ich trau dem Braten nicht. Was? 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 Oh, meine Nase juckt voll. Was? Da war gerade irgendwie, konnte ich jetzt gerade. Ernsthaft, das war. Oh, mir juckt gerade so mega die Nase. Staaten haben einen Schalter zum Deaktivieren. Weiß gerade nicht, was das ist. Okay, weiter geht's. Controller-Kabel war nicht richtig drin. Ich habe den die ganze Zeit angeschlossen, damit mir hier der Akku nicht Zeige leer es doch geht. mal langsam. Wir haben keine Zeit für diesen Mist. So, das ist das Größte an Rätseln, was wir hier kriegen. So, schauen wir mal. Ich bleibe, wie gesagt, hier wieder in Bewegung. Hat sowas von Los, Whack-a-Mole weiter! irgendwie, ne? Ihrer Meinung. Das lasse ich mir doch nicht entgehen. Wo geht's weiter? Aber die schießen zum Glück nicht besonders präzise. So. Okay. Ich glaube, wir haben's.
Nee, wir haben es nicht. Okay. Ich kann ja nicht springen. Ah. Okay. Ich glaube, ich hab's immer noch nicht. Jetzt müssten wir es aber haben, oder? Obwohl, ich will. Ah, ich will anders hinsetzen. So. Okay, los jetzt. Würde mich nicht wundern, wenn die. Es geht noch weiter. Ach nee. Spiegelrätsel? Spannend. Okay. So. Ich würde sagen, das ist ein Spiegelrätsel und ich müsste das mit ihr machen, oder was? Okay, Moment. Das war's? Das war's? Okay. Muss ich da jetzt auch? Nö. Was? Achso, das war Donner. Ich dachte schon, es hätte doch was gebracht. Okay. Ich erinnere mich irgendwie so ein bisschen an diesen Ort hier. Du merkst, dass du angegriffen wirst, ne? Von hier aus wahrscheinlich. Okay. Oder geht die Auto. Nee, die geht nicht von alleine auf. Aha. So, stampf dir dafür auf den Rücken. Übelst schwer. Juhu, wir sind wieder Freunde. Ich will aber. Kommen wir nicht. Natürlich nicht. Na gut. Ich wollte nämlich nochmal zurückgehen, um zu gucken, ob da bei diesen zwei Leichen am Anfang, die uns diesen tollen Hinweis darauf gegeben haben, dass wir da durch müssen. Gerade am Überlegen, ob das die Möglichkeit für einen Quick-Turn sein könnte. Naja, nicht wirklich. Kontrollpunkt. Wir kriegen einen Kontrollpunkt. Ich erinnere mich dunkel daran, ja, dass wir hier oben eine Sniper kriegen. Oder zumindest irgendwas anderes in der Art. Genau. Richtig. So, können wir die jetzt abheben? Sehr schön. Und weil hier nämlich... Wir müssen hier sowas ganz Blödes machen. Und hier ist nämlich irgendwo... Ein Emblem, glaube ich. Das Ding ist, das Rätsel hier ist jetzt nicht das größte Rätsel der Menschheitsgeschichte. Ja gut, wir kriegen es noch erklärt. Klingel die fünf Glocken laut und klar und dann soll der Pfad dir erscheinen. So ungefähr. Läuten fünf Glocken laut und klar. Der wahre Weg wird offenbar. Ja, sehr, also meine Übersetzung, hat sich halt nicht gereimt, Entschuldigung. So, okay. Also, und dafür haben wir das Scharfschützengewehr. So, dann haben wir eins. Das ist, glaube ich, auch eine. Nee, es ist keine, okay. Das ist eine. Hallo? Zwei. Da oben war, glaube ich, auch noch eine an dem Hahn. Muss man nur wahrscheinlich von der anderen Seite machen. Oder kommen wir von hier aus ran?
Nee, okay. Dann haben wir zwei. Irgendwie ist in Erinnerung, dass hier was war, aber ich weiß es nicht mehr. Ah, dann geht das da auf. Okay. Zwei haben wir. Das waren ja die zwei, die wir haben, ne? Da oben ist die dritte. Okay. Ich weiß es nicht mehr, aber es ist nicht das schwerste Rätsel. Ist da auch eine drin? Zählt die hier? Ist die das, die wir geläutet haben? Ne, da, das ist die. Okay, dann müssen wir die hier auch noch nehmen. Dann haben wir vier. Und die fünfte müsste ja eigentlich da unten drunter sein, ne? Kriege ich aber von hier nicht. Ja, da ist keine, gell? Nee. Vier haben wir. Ich glaube, die war... Ich habe das irgendwie in Erinnerung, dass die an einer ganz blöden Stelle war. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Ah, da hinten ist sie. So blöd war die Stelle gar nicht. Das sind alle. Seltsam, auf Antiquitäten zu schießen. Dann haben wir es geschafft und haben die zweite. Also, ich werde langsam müde. Ja, die Zeit ist auch... Wir haben wieder so eine lange Folge jetzt. Das ist so doof. Aber ich denke, am nächsten Speicherpunkt... Das war eine Tür. Los! So, was ist das? Ah, jetzt sind wir hier oben. Aber wir haben ein Scharfschützengewehr. So, was kriegen wir jetzt hier für ein tolles Rätsel? Achso, das hatten wir schon. Okay. So. Oh nee, die Viecher. Ich erinnere mich. Was ist das? Das fragen Sie mich. Bleib doch da oben, du Vollpfosten. Achten Sie auf sein Gas. Jetzt sind wir tot. Ah, Leon hat sich geturnt. So, ja, wir machen weiter. Wir machen halt eine lange Folge, weil ich nicht weiß, wie viel Frust ich noch ertragen kann. Entschuldigung. Was? Oh, ach so, die sind ja... Ach ja, die sind ja alle... So, ja, stimmt. Habe ich irgendwie gerade vergessen. So, okay. Also wir müssen von der Entfernung aus angreifen. Denke ich jetzt einfach mal. Ups. Weg, weg, weg.
Ich weiß jetzt nicht, wie, was da was bringt. Wisst ihr was? Jetzt mal so ganz ernsthaft. Ich gehe jetzt da hoch. Was soll ich denn da unten? Von hier oben ist doch viel, viel besser. Und ich habe nicht... Ah, warum kommt das jetzt her? Warum ist das oben? Ich habe X gedrückt. Ich verstehe das gerade nicht, warum das da oben war. Die können an der Leitern klettern. Wir kümmern uns darum. Okay, also Fakt ist, wir müssen das Riesenvieh platt kriegen. Ich hätte jetzt nur echt nicht damit gerechnet, dass das hoch kann. Es sterben Leute. Alle Mann raus hier. Ich renne mal an dem Vieh vorbei. Okay. So. Okay. Keine Munition mehr. So. Was? 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 Warum? Was? Warum? Nee, ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich will nicht mehr. Ich will wirklich nicht mehr. Das macht keinen Spaß. Das macht überhaupt gar nicht irgendwie in auch nur ansatzweise Spaß. Weil das ist so ein Kackrotz. Ehrlich. Ich meine, ich weiß nicht, über was ich mich mehr ärgere. Darüber, dass ich keine Freunde habe, mit denen ich das spiele. Dass das dann einigermaßen sinnvoll funktioniert. Oder dass es so schwachsinnig aufgebaut ist. Ehrlich. Ich meine, man soll hier alle Leute retten im Prinzip. Wie? Ja, wie soll ich denn darauf achten? Das pufft sich doch hier durch die ganze Gegend, das Rotzvieh. Nachladen geht nicht. Waffe ist leer. Ah, hier liegt was. So, nach oben gehen brauche ich auch nicht, weil es geht auch nach oben. So, nah rangehen ist auch scheiße. Ah, da geht's nach oben. So, jetzt rennt's da oben rum. Ich sammle jetzt erstmal das, was ich hier unten kriegen kann. Die Leute sind mir ehrlich gesagt wirklich egal. Alle aus dem Weg. Wir kümmern uns drum. Machen wir gut, Leon. Machen wir richtig gut. Mal abgesehen davon, dass alle Leute schon tot sind, denen wir nichts mehr zurufen können. So. Das ist ein Witz. Das ist einfach ein Witz. Das ist... So. Wo läuft Dicky rum? Da. So, die Munition auch schon wieder leer. Das ist ein... Fuck, diese Scheiße. Ehrlich. Ich habe keine Lust mehr. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hasse dieses Spiel, ich hasse Menschen, ich hasse alles.
Warum liege ich jetzt am Boden? Erklär mir das. Warum machen diese dummen Menschen die Tür auf, sodass das Vieh geschützt ist? Warum? Warum sind hier alle so dämlich? Fuck it, echt. Hört auf zu jammern, holt euch eine Waffe und helft euch selbst. Boah. Weißt du, Leute, fickt euch ehrlich. Warum stirbt das nicht? Wie viele Tonnen an Munition habe ich da reingehauen jetzt? U-Bahn? Was bin ich in der U-Bahn? Da liegt was. Ich will das haben. Ist jetzt noch irgendwas Sinnvolles, Brauchbares in diesem Laden? Weil ich gehe jetzt da runter und ich möchte diesen Ort hier nicht mehr wiedersehen. Ich möchte dieses Spiel gerade auch nicht mehr wiedersehen. Ich hoffe, das speichert jetzt. Da, gehen wir in die U-Bahn. Ich wette, das ist auch wieder nur falsch übersetzt. Und das hat hier mit U-Bahn überhaupt gar nichts zu tun. Ja. Kannst deine 4000 Fähigkeitspunkte in den Bobbes stecken. Roger. Oh. Ich mag nicht mehr reden. Ich mag nicht mehr. Es ist echt, es ist scheiße, ist das. Wem macht sowas Spaß? So, hier ist jetzt Schluss. Oh, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich danke euch fürs Durchhalten. Ich mache jetzt echt... Ich weiß nicht, wann ich das Spiel nochmal spielen möchte. Ich möchte es gerade echt gar nicht spielen. Und ja, mal sehen, ob ich mit einem anderen Spiel anfange oder ob ich mich weiter durchquäle. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß, dass ich das Spiel echt mal mochte. Und dass ich echt Spaß daran hatte, aber gerade echt, nee, sorry. Macht's gut, ciao.